Wir spielen Traust du dich. Anton, Kilian und ich stellen uns gegenseitig Aufgaben. Der Gewinner bekommt diesen spezial angefertigten Pokal. Es wird crazy, Leute, und wir fangen an mit Anton. Für Anton habe ich mir was Simples, aber trotzdem extrem Fieses ausgedacht. Er wird ein Schild bekommen, da steht drauf, ich habe meine Freundin betrogen. Und er muss sich 10 Minuten mitten in die Schildergasse, die meistbesuchteste Straße in Köln, stellen. Oh mein Gott, nein. Das ist so gottlos. Wenn du die 10 Minuten nicht durchhältst, hast du verloren und bist komplett raus. Ich werde mir nicht viel dabei denken. Ich werde mich hinstellen, versuchen, Kopf auszuschalten, einfach. Oh mein Gott, Bruder, tut mir leid. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Bitte verloren. Eventuell. Wenn ich die Reaktionen so sehe, wie die Leute mich anschauen, ich glaube, jeder hat gerade Lust, mich zu töten. Das kriegst du so zurück, ne? Salam alaikum. Salam alaikum. Das hat die schon vor dir gemacht. Bestimmt. Ich sehe die Reaktion ja gerade im Schnitt. Wieso verteidigen die den alle? Ja, ganz ehrlich, ich hätte betrogen schon mal klein geschrieben. Ne, das wäre schon mal. Noel. Armer Schatz. Neue Generation. Och, Alter, ich werde so beleidigt. Das ist scheiße. Digga, wie du lachst wirklich, du Wick. Das ist das Unangenehmste, was ich jemals gemacht habe. Oh mein Gott. Das ist Anton so unangenehm. Das ist Anton so unangenehm. Das ist ein armer Kerl. Starke Leute. Oh Gott, die Reaktion. Die Reaktion. Oh, das ist unangenehm beim Zuschauen. Wollte ich steigen. Ja, und? Laut Umfragen, 50% aller Frauen, laut Umfragen, was ja. Selbst da betrügen ihren, haben schon mal ihren Freund. Uiuiui, das wollte ich vielleicht gar nicht wissen. Dann denken wir über die Dunkelziffer nach. Digga, was verteidigen die denn? Anton, die Zeit ist vorbei. Ey, das ist wirklich, das kriegst du so zurück. Nee, das erzähl ich deiner Mutter. Dafür abonniert ihr mich jetzt, aber direkt. Meine Challenge an Noel ist ganz simpel und einfach, denn ich habe mir überlegt, einfach meine alte Gitarre aus dem Keller zu nehmen und ihn 30 Minuten auf der Straße spielen zu lassen. Nein! Was hast du vor? Kannst du Gitarre spielen? Ich kann gar kein Instrument. Perfekt. Challenge accepted. Ich mach das. Ich mach das. Ja, perfekt. Dann abfahren. Ich zieh das durch. Für den Pott, Digga. Für den Pott. Deine halbe Stunde beginnt, deine Mütze. Geil. Jetzt, wo ich hier so alleine stehe, ich dachte, es wird deutlich entspannter. Jetzt wird's unangenehm. Alle meine Entchen schwimmen auf dem. Ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr stolz auf ihn. Hat keinen Bock auf mich. Das tut mir echt weh. Jetzt mal ehrlich, würdest du dich das trauen? Ich würde es machen fürs Video. Aber ich sag mal, freiwillig würde ich mich nicht machen. Also freiwillig würde ich mich auch nicht. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen guten Morgen. Oh, er wird gerade angesprochen. Oh, ob wir ein Foto machen können? Natürlich können wir ein Foto machen. Leute, ich habe meinen ersten Fan gewonnen. Habt ihr Geld für mich, dass ihr mir spenden könnt? Dankeschön. Wir haben unsere erste Spenden gemacht. Die erste Spende. Let's go, die erste Spende. Das ist ein Cam. Bruder Jakob, Bruder. Digga, dass sie vor allem mitmachen. Ja. Dass sie mitmachen, ist unglaublich. Schläfst du noch? Köln, seid ihr gut drauf oder was? Ja? Geil! Das ist das Unangenehmste. Kian, du kriegst das noch alles so fett zurück. Fingernägel, Gold, steh auf Bling Bling. Käppi, Reifloren, Farbe Pink. Habt ihr ihn da vorne gesehen? Findet ihr auch das gut? Ich find's sehr mutig. Komme aus dem Nichts, Katja. Oh Gott, guck, die alle wie ein gucken. Wie du willst, doch. Du Loser. Bitch, Leute lieben mein Shit. Guck mal, hier wird mir Geld gegeben. Dankeschön. Warum machst du das? Weil cool ist. Weil ich cool bin. Guck mal. Auf Instagram habe ich schon 2 Millionen. Ich könnte das nicht. Ich habe miesen Respekt. Ja, sehr groß. Sind es 3. Wie er die Arme hebt, als ob er eine Crowd hätte. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Da sind die Kölner. Ich will auch. Alle mit. Das ist der beste Samstag, den ich je hatte. Ich könnte gerne ein Lied wünschen. Ja, gerne. Welches? Atemlos hätten wir gerne. Atemlos durch die Nacht. Ich kann den Text nicht weiter. Schwimmen auf dem See. Oder der Arme wirklich. Meine Fresse, ich kann das alles nicht. Oh mein Gott. Also, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Das ist eure Schuld. Eure Schuld ist das. Du hast verstanden. Leute, das war immer noch erst der Anfang. Es wird noch sowas von crazy. Bleibt auf jeden Fall dran. Meine erste Aufgabe ist für Kilian. Und ich frage mich, ob er sich traut, dass ich 3 Leute bestimmen darf, die ihm richtig schön in den Magen boxen. Und natürlich werde ich Leute auswählen, die auch so aussehen, als hätten sie einen starken Schlaf. Den Magen. Da sehe ich mich heute Abend auf der Toilette. Machst du die Aufgabe oder nicht? Mehr habe ich nicht gefragt. Ja, ich mach sie. Was würdest du ihm raten, damit das besser aushält? Ansporn. Oh, was sagst du? Er war okay. Du würdest sagen, seiner ist härter. Seiner ja. ist härter. Oh, geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, nein. Scheiße, das ist ja auch hart. War das zu hart? Der war hart. Gut, jetzt kann er los. Okay. Digga, der war geisteskrank. Oh mein Gott. Digga, ohne Witz. Der war. Digga, ich hab kurz gedacht, hat man das gesehen?
Oh, geil. Challenge bestanden. Geil. Kleines Update, es ist ein Tag, nachdem mir drei Leute in den Bauch geschlagen haben. Und ich bin ehrlich, mein Bauch tut immer noch weh. Immer wenn ich mich so bücke und sowas, spüre ich, dass da wirklich gestern drei Leute so heftig reingehauen haben. Jetzt wird meine Challenge kommen und die wird gottlos. Ich bin gespannt. Meine Aufgabe an Anton ist etwas komplizierter, denn ich möchte, dass er für meinen Getränkautomaten, den ich in der letzten Woche aufgemacht habe, ein bisschen werbt. Die ganzen Flyer habe ich hier und ich möchte, dass er in ein Museum sich reinschleicht und dann ein bisschen Werbung im Museum macht. Das heißt, er hängt sie irgendwie neben den ganzen Gemälden auf. Das habe ich schon mal meinen Dad geklaut, Alter. Hey, ich mach das. Ich bin dabei. Da ohne Witz, du könntest wirklich ein Mitarbeiter sein. Egal, was Kilian hier schon wieder vorbereitet hat. Ich bin gespannt, ob er es schaffen wird, weil wenn er es nicht schafft, dann ist er raus. Du wirst jetzt reingehen. Ich werde jetzt reingehen. Entschuldigung, ich soll oben die Feuerlöscher checken. Kann ich da hochgehen? Was können Sie? Ich soll oben die Feuerlöscher checken. Okay. Hier. Ja, da habe ich jetzt keine Info drüber. Echt nicht? Nein, da muss ich erstmal nachfragen. Okay, vielleicht. Von Sigma. Okay, die Kamera von Anton ist gerade ausgefallen, deshalb hören wir gerade nur den Ton. Oh Gott, das wird nichts. Der Kollege dafür zuständig ist, der kommt kurz runter. Ja, weil wenn wir keine Info haben, dann könnte dann jeder sagen. Deswegen, ne? Der könnte doch auch so ein Vater sein mit so einer Dings, weißt du, der ein bisschen. Ja, so sieht er auch aus wie der Kevin. Ich meine, es kann sein, dass in der Komplikation vielleicht was falsch gelaufen ist, was ja nicht gut wäre. Es ist auch ungewöhnlich, dass sie Samstag kommen. Kommen, ne? Weißt du nicht? Ich arbeite auch Samstag. Ja, warum ist Chef? Chef? Der weiß bestimmt Bescheid. Ja. Irgendwie ist er schon ziemlich lange drin. Ich frage mich, was der gerade macht. Der Herr sagt, dann müsste Feuerlöscher kontrollieren. Hat das seine Richtigkeit? Haben Sie da eine Info bekommen? Nein. Nicht? Ja. Heute ist Samstag. Ja. Es gibt eine Sonderfirma. Also am besten gehen. Ne? Okay, gut. Ich kann auch die Polizei rufen. Ja, alles gut. Sag mal, das letzte Wort war, ich kann auch die Polizei rufen. Wissen Sie? Also, nein. Ist kein Riss. Anton, du hast es nicht geschafft. Du wirst offiziell raus. Wer ist der gehen? Der wollte die Polizei rufen. Was soll ich jetzt sagen? Digga, wir sind hier in irgendeinem random Park. Ich habe keine Ahnung, was Anton vorhat. Die zweite Aufgabe geht an Noel. Und zwar werden wir an dem Tag, wo wir das Ganze drehen, wahrscheinlich nur 1-2 Grad haben oder sogar noch kälter. Was kann man an diesen Tagen Besseres tun, als einfach mal schwimmen zu gehen? Willst du jetzt wirklich, dass ich baden gehe? Ich habe gerade Halsschmerzen leichte mittlerweile, weil mir heute Nacht kalt war. Also an sich würde ich es machen. Aber ich weiß, dass ich danach todkrank bin. Können wir das kurz mal finden? Da steht Achtung, Lebensgefahr. Also man darf hier nicht mal rein. Ich mach's nicht. Für Kilian habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Nachdem er für mich schon mal in einem Video 100 Meter Bungee gesprungen ist, möchte ich jetzt testen, ob er auch bereit wäre, 100 Meter an einer Hauswand herunterzulaufen. Ich glaube nicht. Vielleicht. Ich bin 5 Stunden gerade mit dem Auto gefahren als Erklärung, nur um hier zu sein. Ich weiß gar nicht, hab ein bisschen Schiss. Jetzt gerade davor warst du die ganze Zeit weg, aber jetzt kommst du langsam rein. Soll ich jetzt rein schon? Ach du Scheiße, du Wichser. Du bist da ganz oben. Warum? Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als das zu machen, ne? Ja, ganz ehrlich, ich mach's auch für dich. Ich mach's auch. Aber ich find's scheiße. Ray, du kriegst dich nicht. Du weißt es selber. Alles, was du mir für Aufgaben gibst, ich werde jede machen. Hältst du mir die Hand, wenn ich... Nein. Ach, du machst es ja auch? Ja. Warum machst du es denn freiwillig? Wow, geil! Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mir denke, fuck. Ach du Scheiße. Alter. Gebt euch diese Aussicht. Jetzt geht's los. Hier muss nach unten. Boah, Alter. Junge, stell dich nicht so an. Wow. Alter, jetzt so langsam runter. Oh mein Gott. Alter, scheiße. Nein, oh. Alter, nein, stopp. Oh mein Gott. Aufhören. Alter. Oh, Digga, das war ohne Witz eine der heftigsten Challenges. Digga, ich hab das Gefühl, ich fall runter. Wow. Nein, oh. Stopp auf. Alter. Oh mein Gott, der lässt mich fallen. Digga, der ist durchgeknallt, der Typ. Ach du Scheiße. Alter. Boah, nicht mehr normal, wirklich. Also als ich da stand, habe ich gedacht, ist over. Und damit, Leute, hat Kilian gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein unglaublicher Segen für mich. Leute, lasst ein Abo da. Hier ist die Playlist mit den anderen Videos. Jubel mal in die Kamera. Jubel. Jubel.